Katholisch 1 TV. Heute unter anderem mit diesen Themen: Nacht der Kirchen in Kempten. Glaube mit allen Sinnen erleben. Nacht des Schreckens. Vor 2 Jahren zerstörte ein Tornado die Salzbergkapelle bei Affing. Und Tag des Jubiläums. Die Jugend 2000 feiert ihren 20. Geburtstag. Und damit grüß Gott und herzlich willkommen. Bei der 6. ökumenischen Nacht der Kirchen haben sich am Freitagabend im ganzen Allgäu wieder die Türen vieler Kirchen und Gemeinden geöffnet. Eingeladen waren Menschen verschiedener christlicher Konfessionen, um gemeinsam zu beten, Gottesdienst zu feiern und ganz unterschiedliche kulturelle Veranstaltungen zu besuchen. In diesem Jahr griff die Nacht der Kirchen auch das Jubiläumsjahr 500 Jahre Reformation auf. Die Ökumene stand deshalb noch einmal mehr im Vordergrund. So war in Kempten beispielsweise eine Menschenkette geplant, die zwischen der evangelischen St. Mang-Kirche und der katholischen Basilika St. Lorenz gebildet werden sollte. Ob das geklappt hat und was in Kempten sonst noch geboten war, das zeigen wir Ihnen jetzt. Der Himmel über Kempten meinte es gut mit den Gläubigen. Denn trotz nasskalter Vorhersage blieb es trocken am Freitagabend bei der 6. ökumenischen Nacht der Kirchen. Und so strömten über 800 Christen in die Innenstadt der Allgäu-Metropole, um bereits beim Auftakt dabei zu sein. Der Höhepunkt des Abends stand bevor. Zwischen der katholischen St. Lorenz-Basilika und der evangelischen St. Mang-Kirche sollte eine Menschenkette gebildet werden. Über 1 Kilometer hinweg wurde damit ein Zeichen der wachsenden Ökumene gesetzt. Das passende Bibelwort aus Epheser 4,3, eins im Geist durch das Band des Friedens, machte die Symbolträchtigkeit für Kempten deutlich. Das ist etwas ganz Einzigartiges, dass zwei Städte, die vor 200 Jahren noch getrennt waren, wo es Tore gab, die Bevölkerung getrennt haben, jetzt auf einmal zusammenwachsen, dass deutlich wird, Christen sind da in dieser Stadt Kempten, sie gehen aufeinander zu, sie geben gemeinsam Zeugnis für Christus. So wuchs also die symbolische Menschenkette in der ehemals geteilten Stadt, bevor in der Mitte dann die beiden Dekane aufeinander trafen. Die Begeisterung war groß, die Kette geschlossen. Das lang geplante Projekt war geglückt. Im Reformationsjahr 2017 ein ganz besonderer Auftakt für die ökumenische Nacht der Kirchen in Kempten. Im Zeichen des Miteinanders knüpften die Gläubigen nun ihre Schals zusammen. Es sollte ein Band des Friedens entstehen. Quer durch die Stadt sind die beiden Kirchen schließlich durch ein echtes Band verbunden. Dementsprechend euphorisch und ausgelassen war daher bereits nach dem ersten Teil der Veranstaltung die Stimmung bei den Teilnehmern. Ich finde es super, dass Kempten sich so bunt zeigt und dass so katholisch-evangelisch sich verknüpfen und dass einfach hier so viele Kirchengemeinden dabei sind. Und das gefällt mir total gut, auch dass was geboten ist. Dass das Band des Friedens gemacht wird und dass einfach Jesus Christus auch repräsentiert wird, dass wir Christen alle eine Einheit sind. Also einfach das Zeichen zu setzen, in Kempten eins zu sein, ist einfach super. Die Ökumene ist uns wichtig natürlich. Wir wollen zusammen Christen sein wieder, nicht getrennte nach Konfessionen. Dass man mal sieht, wie viele Christen wir tatsächlich sind. Die Atmosphäre, das ist einfach durchgeschlagen an den ganzen Abend. Dass man auch einfach als Christen mal so viele sein darf und es auch zeigen kann und auf der Straße steht und das ist einmalig. Also für mich ist es unheimlich faszinierend zu spüren, wie viel Freude miteinander entstanden ist, dass sich fremde Menschen die Hände geben, dass man sich anlacht, sich freut, dass man gemeinsam Christ sein darf. Also wenn viele Christen auf einem Haufen sind, ist eigentlich immer cool, da bin ich meistens dabei. Ein durchweg positives Fazit, noch bevor die ersten Tore ihre Pforten für das weitere Programm der Nacht der Kirchen öffneten. In insgesamt 8 Gotteshäusern waren die Menschen nun zu Gebet, Gottesdienst, Lesungen, Konzerten oder Ausstellungen eingeladen. Der Reiz daran, das nächtliche Flair, aber vielleicht auch ein neuer Zugang zu Glaube und Kirche. Das Besondere ist, dass man in Kirchen kommt, die man sonst nicht kennt. Normalerweise geht jeder in seine Kirche und hier ist die Möglichkeit, in den unterschiedlichsten Kirchen, von der altkatholischen über die neuapostolische, in die evangelische Kirche, in die katholische Kirche zu gehen, überhaupt schon mal die Kirche, den Kirchenraum kennenzulernen und ganz unterschiedliche Traditionen der Kirchen. Und das ergibt einen ganz großen kulturellen Reichtum und auch spirituellen Reichtum. Thank you.
Alles in allem schien dieser Abend eine äußerst gelungene Veranstaltung, bei dem die Ökumene in Kempten sich auf einem sehr guten Weg zeigte. Es hat heute der Gerhard Kehl von der Jordan-Stiftung so schön gesagt, uns Christen kriegt man nicht mehr auseinander. Und das macht mich mutig. Wir haben so viele Themen, Mitmenschlichkeit, der Umgang mit Fremden bei uns im Land, die Themen von Zukunft, Verantwortung für die Schöpfung, für den Frieden, für das Miteinander, das Eintreten für Schwache, das Eintreten für unsere Botschaft vom liebenden Gott, das müssen wir miteinander tun. Und das ist auch das Zeichen heute, das erwarten die Menschen, dass wir das miteinander tun und nicht gegeneinander. Wir sind, und ich glaube, das haben alle Kirchenoberen bis hin zum Papst, bis hin zu unseren Bischöfen verstanden. Wir sind als Christen nur so glaubwürdig, wie wir miteinander die Botschaft sagen. Und wo wir gegeneinander sind, glauben uns die Menschen kein Wort mehr. Christen verschiedener Konfessionen gehen aufeinander zu. Sie feiern gemeinsam ihren Glauben bei dieser 6. ökumenischen Nacht der Kirchen in Kempten. Große Bäume wie Streichhölzer umgeknickt, kaputte Häuser, ein Bild der Zerstörung. Die Erinnerung an die Sturmnacht, bei der ein Tornado vor 2 Jahren für Schäden in Millionenhöhe gesorgt hat, ist bei vielen Menschen noch immer präsent. Am vergangenen Wochenende aber war ein Tag der Freude. Die Salzbergkapelle zwischen Gebenhofen und Anwalting in der Nähe von Affing konnte fast auf den Tag genau 2 Jahre nach ihrer Zerstörung wieder eingeweiht werden. Viele hundert Menschen waren mit dabei, als Bischof Konrad Staser die wiederaufgebaute Salzbergkapelle eingeweiht hat. Beim Gottesdienst im eigens errichteten Zelt reichte der Platz gar nicht aus. Viele hörten die Worte des Bischofs von draußen. Er sprach vom guten Geist, der hier herrscht, von sichtbaren Taten des Glaubens. Sein Dank richtete sich an all diejenigen, die beim Wiederaufbau mitgeholfen haben. In der Pfarrgemeinde war die Erleichterung und die Freude spürbar. Mir geht's jetzt richtig, richtig gut. Also ich war heute in der Früh zugegebenermaßen nervös, weil es für mich persönlich ein wichtiger Tag ist, ein Tag mit vielen Erinnerungen, und jetzt einfach gelöst und freudig, weil alle Leute freudig sind, weil einfach endlich diese Kapelle eingeweiht wurde, weil ja, es einfach ein Fest des Wiederaufbaus ist. Dass dieser Wiederaufbau gelungen ist, ist vielen Menschen zu verdanken. Denn obwohl die Schäden an den Wohnhäusern oder landwirtschaftlichen Gebäuden im Ort teilweise verheerend waren, hat die Salzbergkapelle niemand vergessen. Ich war wirklich diejenige, die immer zu den Leuten gegangen ist und gesagt hat, hättest du Zeit, würdest du kommen, würdest du uns das machen oder kannst du uns das besorgen? Und es ist wirklich so gewesen, niemand hat Nein gesagt. Die Kapelle ist in Anwaltingen und den Ortschaften in der Umgebung ganz viel wert. Und gerade wenn man die älteren Leute befragt, also die haben da so viele Erinnerungen. Das ist nicht einfach nur, dass jetzt schön ist, sondern das ist für alle wieder eine Bereicherung. Und auch bei den Arbeiten, obwohl nichts fertig war, die Leute sind trotzdem immer gekommen, haben geschaut, was macht man, einfach um da zu sein. Die Zerstörungen des Tornados sind heute, 2 Jahre danach, an der Kapelle selbst zwar nicht mehr sichtbar. Aber wie groß die Schäden, auch zum Beispiel an dem kleinen Wäldchen vor der Kapelle waren, zeigen diese Bilder. Auch hier haben die Menschen zusammengeholfen, es wurde wieder aufgeforstet und heute wachsen an dem kleinen Berg neue, junge Bäume. Und das war lange nicht alles. Der Zusammenhalt der Kirchengemeinde zeigte sich bei vielen Aktionen. Zum Beispiel wurde eine Stromleitung zur Kapelle gelegt. Viele Menschen haben auch hier ehrenamtlich mitgeholfen. Die feierliche Einweihung durch Bischof Konrad war der Abschluss und der Höhepunkt des Wiederaufbaus. So haben es viele Gläubige im Ort erlebt. Schon kurz nach der Katastrophe vor 2 Jahren war der Bischof vor Ort, hat durch Worte und Taten geholfen. Wohl auch deswegen sagte er sofort zu, die Einweihung selbst zu übernehmen. Eine Feier auch mit großem symbolischen Wert. Wir kommen gerade von einem wunderbaren Gottesdienst, der aufbauend war. Ein Gottesdienst, der gezeigt hat, wie sie die Menschen hier zusammenhalten und wie wir gemeinsam Gott loben können und Gott danken können für das, was letztlich alles auch gelungen ist. Nach dem Gottesdienst und der Einweihung machten sich die Menschen auf den Weg. Es ging von der Salzbergkapelle aus zur Festhalle. Die Freude über den gelungenen Wiederaufbau, die Freude über den Zusammenhalt innerhalb der Kirchengemeinde. Aber auch die Gedanken an die schrecklichen Tage von vor 2 Jahren. Gerade damals war die Unterstützung des Bischofs eminent wichtig.
Der Tornado passierte ja in der Nacht auf Christi Himmelfahrt. Wir haben am Tag davor noch einen Bittgang gehabt und da stand schon die Frage im Raum, wo ist jetzt Gott? Wir haben doch gerade einen Bittgang gemacht, wo ist jetzt Gott? Warum passiert denn das alles und alles? Und er kam zwei Tage später zur Andacht in Gebenhofen, mitten in dieser Zerstörung, hat uns da wirklich Mut gemacht, hat uns Mut zugesprochen, hat danach noch ein paar Familien besucht, hat da einfach dieses Chaos, diese Zerstörung angeschaut und hat die Leute Mut zugesprochen. Und das war wahnsinnig wichtig. Die Kapelle ist jetzt wieder das, was sie vor dem Sturm war. Ein Stück Heimat, ein Zufluchtsort, ein Ort zum Beten und Innehalten. Und der gelungene Wiederaufbau hat gezeigt, auch in der größten Not gibt es Hoffnung. Die Jugend 2000 feiert ihr 20-jähriges Jubiläum und wir waren mit dabei. Außerdem haben wir Abt Johannes von den Benediktinerklöstern Andex und München getroffen und mit ihm über sein neues Buch gesprochen. Dabei nimmt er uns, zumindest gedanklich, mit hinauf auf die höchsten Gipfel. Zuvor sehen Sie aber noch die Kurznachrichten der Woche. Auch in dieser Woche war das Thema Flüchtlinge und Integration im Bistum Augsburg präsent. Bischof Konrad Staser hatte Experten eingeladen, um über die aktuelle Situation und die christlichen Wurzeln der Flüchtlingshilfe zu diskutieren. Beim Studientag zu Migration und Integration im Haus St. Ulrich unter dem Motto »Ich war fremd und obdachlos und ihr habt mich aufgenommen« haben sich Experten aus ganz Deutschland über die christlichen Fundamente und praktischen Anforderungen der Flüchtlingshilfe ausgetauscht. Der Präsident des Deutschen Caritasverbandes, Prälat Peter Neher, betonte dabei vor rund 90 Teilnehmern der Tagung, dass die Hilfsbereitschaft weiterhin besonders groß sei. Unser Glaube, der christliche Glaube in der jüdischen Tradition, hat immer mit Flucht und Vertreibung zu tun. Das ist ganz wesentlich immanent, ob das die Israeliten waren, die dann aus Israel dann nach Ägypten, von Ägypten zurück, oder ob das Maria und Josef waren, die nach Ägypten geflohen sind. Also das ist ein wesentlicher Teil des Selbstverständnisses des Christentums. Menschen, die auf der Flucht sind, Menschen, die obdachlos, heimatlos sind, dass man denen Aufnahme und Schutz gewährt. Die Diözesan-Caritas-Direktorin von Berlin, Ulrike Kostka, rückte ihrerseits die zahlreichen Helfer in den Mittelpunkt, die viel für die Menschen getan haben und auch für das Miteinander in Deutschland. Ich glaube, wir werden als ein sehr solidarisches Land wahrgenommen. Manche sagen vielleicht auch, wir werden etwas naiv, weil wir einfach geholfen haben. Aber wir sind in der Welt auch schon was Besonderes dadurch geworden. Und das finde ich sehr gut, weil unsere Gesellschaft gezeigt hat, dass wir zu den Menschen stehen. Und das ist sehr wertvoll. Im vergangenen Jahr waren Schätzungen zufolge rund 68,5 Millionen Menschen weltweit auf der Flucht. Davon sind über 800.000 in Deutschland angekommen. Die Bibelausstellung Unser Buch ist zu Ende. Die Organisatoren, eine Kooperation aller christlichen Kirchen in Augsburg, ziehen eine positive Bilanz. Fast 40.000 Menschen haben die drei Ausstellungsorte im Rathaus, in der Kirche St. Moritz und in St. Anna besucht. Dort wurde das Buch der Bücher aus den verschiedensten Blickwinkeln gezeigt. Viele Stationen luden zum Mit- oder Selbermachen ein. Domvikar-Prälat Bertram Meyer sagte, die Ausstellung sei ein ökumenisches Bündnis für das Wort Gottes gewesen. Und auch der evangelische Pfarrer Bernd Fischer war mit der Ausstellung zufrieden. Sie habe gezeigt, dass es sich lohnt, sich immer wieder neu mit der Bibel zu beschäftigen. Das Krankenhaus St. Elisabeth in Neuburg an der Donau kommt unter das Dach der katholischen Jugendfürsorge. Zum 1. Juni übernimmt die KJF die Geschäftsanteile der Vereinigte Ordenskrankenhäuser GmbH und deren Beteiligungen. Damit sind in Kürze alle katholischen Krankenhäuser der Diözese, das Augsburger Josephinum und das Neuburger Krankenhaus St. Elisabeth in den Händen der KJF. Die beiden Krankenhäuser hatten im vergangenen Jahr zusammen rund 4.200 Geburten zu verzeichnen. Damit stehen sie bei den Entbindungszahlen bundesweit auf den vorderen Plätzen. Der Augsburger Rotary Club unterstützt den Sozialverband katholischer Frauen sowie den katholischen Verband für soziale Dienste im Bistum mit insgesamt 20.000 Euro. In dieser Woche wurde der Scheck übergeben. Mit dem Geld sollen zwei ganz konkrete Projekte realisiert werden. Der SKM Augsburg kauft mit diesem Geld einen Bauwagen. Der Bauwagen wird dringend gebraucht an der Obstwiese der Berliner Allee. Dort ist die Zirbelwerkstatt des SKM Augsburg tätig. Mit einem Gärtner und Teilnehmerinnen und Teilnehmern wird dort ein Gemeinschaftsgarten angelegt und gepflegt und gehegt. Und dafür brauchen wir vor Ort einen Aufenthaltsraum und einen Raum, wo man Geräte
für das Urban Gardening unterbringen können. Es gibt ja keine Wärmestube für Frauen und in unserer Beratungsstelle in Bela für Frauen in besonderen Lebenslagen werden wir quasi 2-3 Mal in der Woche einen Mittagstisch anbieten. Wir haben dort auch eine Kleiderkammer, um die wir dann anbieten werden, Wäsche trocknen, waschen, was man halt so braucht, wenn man auf der Straße lebt. Der Erlös stammt aus einem Benefizkonzert des Musikchors der Bundeswehr. Der Rotary Club hatte zu dieser Veranstaltung im vergangenen November in Augsburg eingeladen. Unter dem Titel Himmelszelt findet am kommenden Sonntag ein großes Glaubensfest in Seeg statt. Eingeladen sind alle Menschen, die gemeinsam Gott näher kommen wollen. Den Auftakt macht um 10 Uhr ein Gottesdienst. Im Anschluss gibt es ein buntes Rahmenprogramm. Hier sehen Sie Bilder aus dem vergangenen Jahr. Höhepunkt ist um 14 Uhr das Konzert des christlichen Songwriters Albert Frey. Mehr Infos zum Glaubensfest in Seeg finden Sie unter www.himmelszelt.net. Der Eintritt ist frei. Das waren die Nachrichten im Überblick. Bei uns geht es gleich weiter mit einem Jubiläum. Und außerdem haben wir Abt Johannes von den Benediktinerklöstern Andex und München getroffen und mit ihm über sein neues Buch gesprochen. Es heißt Hoch und Heilig. Gipfelbotschaften aus dem Matthäusevangelium. Hier finden Sie schnell und einfach Ihren Traumberuf. Jobs im Allgäu.de, Ihr regionaler Jobmarkt. Jetzt kostenlos registrieren und direkten Kontakt zu Ihrem Wunschunternehmen aufnehmen. Jobs im Allgäu.de, die Jobbörse der Allgäuer Zeitung. Die Stimme des katholischen Deutschlands. Die katholische Sonntagszeitung. Jede Woche Interessantes und Wissenswertes aus der katholischen Weltkirche und von hier bei uns. Die Stimme des katholischen Deutschlands. Jetzt kostenlos testen. Wir wollen, dass Sie schon morgens wissen, was der Tag bringt. Deswegen arbeiten wir als Zusteller. Bewerben auch Sie sich. Gristi.de, das Mitmachportal der Allgäuer Zeitung. Mit eigener Kollektion im Gristi-Shop. Für alle eingefleischten Allgäuer und die, die es werden wollen. Die Gristi-Kollektion erhältlich in allen Servicecentern der Allgäuer Zeitung. Unter gristi.de/shop oder unter 0831 206 190. Gristi.de, meine Heimat online. all-in.de. Umfangreich informiert über Politik, Blaulicht, Sport, Kultur und alles, was das Allgäu heute interessiert. Spannende Themen, vielseitige Specials, exklusive Reportagen, Videos und Bildergalerien von Veranstaltungen und aktuellen Ereignissen im ganzen Allgäu. Jetzt auch direkt auf Smartphone mit dem WhatsApp-Service. all-in.de. MyClickCard, die exklusive Kundenkarte für das Allgäu und die Bodenseeregion. Viele Vorteile und Sofortrabatte. Hier kaufen, hier sparen. Bei unseren Vorteilspartnern erhalten Sie alle Angebote ein ganzes Jahr lang. Mehr Infos unter www.myClickCard.de. Kennen Sie eigentlich die Jugend 2000? Mit Sicherheit haben Sie in einer unserer Sendungen schon einmal davon gehört. Die katholische Jugendbewegung wurde ursprünglich 1990 gegründet, nachdem Johannes Paul II. Beim Weltjugendtag die jungen Leute dazu aufgefordert hatte, Hauptdarsteller der Neuevangelisierung zu werden. In Deutschland dauerte das Ganze dann etwas länger. Im Bistum Augsburg wurde die Jugend 2000 schließlich im Mai 1997 gegründet. Am vergangenen Wochenende war 20-jähriges Jubiläum. 20 Jahre Jugend 2000. Ein Grund zum Feiern. Und natürlich wird die Feier hier mit einem Gottesdienst begonnen. Mit schwungvollen Liedern und ausgelassen fröhlicher Stimmung feiern die Jugendlichen die Heilige Messe. Und jeder merkt sofort, diese katholische Jugendvereinigung ist etwas ganz Besonderes. Es ist eine Familie. Also wir nennen uns auch gerne mal so, ja, die Jugend 2000 Familie, wenn ich mir so andere Organisationen und so anschaue. Da gibt es auch viele andere gute Sachen, aber bei uns finde ich einfach, ja, man hat so diese Nähe und diese Beziehung untereinander und man merkt einfach, dass Jesus im Mittelpunkt steht. Also ich finde, das ist was mich fasziniert bei der Jugend 2000. Das Besondere daran ist, dass hier wahnsinnig viele junge Leute sind,
die halt in so einer wahnsinnigen, intensiven Gemeinschaft leben und die so dahinter sind, Jesus näher kennenzulernen. Und das ist ja gerade heutzutage ein wahnsinniges Geschenk, dass es eben noch junge Leute gibt, die einfach da so den Elan haben, Jesus in die Welt zu tragen. Das Besondere an Jugend 2000 finde ich den Zusammenhalt, dass wir jetzt wirklich, wie wir es hier bei unserem 20 Jahre Jugend 2000 Augsburg gesehen haben, von kleinen Kindern bis zu den älteren Generationen, also der Jugend 2000 Familie, alles dabei haben. Entstanden ist die Jugend 2000 ursprünglich aus dem Wunsch des damaligen Papst Johannes Paul, die Jugend möge sich gerade auch in Deutschland mehr einbringen. Daraufhin gründeten sich besonders in Süddeutschland viele Gruppen. In Augsburg startet die erste Veranstaltung 1997 mit 24 Teilnehmern. Inzwischen treffen sich bei einem internationalen Prayer Festival 2000 Gläubige. Eine echte Erfolgsgeschichte. Und was hat sich in den letzten 20 Jahren verändert? Was die Jugend 2000 heute macht, auch in viel, viel größerem Stil, ist programmatisch immer noch dasselbe. Aber aus meiner Sicht haben sie sogar intensiviert das Programm, intensiviert das Gebet. Es wird unglaublich viel an Organisationsarbeit durch Gebet begleitet, viel mehr als noch früher. Glauben leben und aktiv umsetzen. Die Jugend 2000 organisiert vor allem sehr viele verschiedene Veranstaltungen, von der Bergmesse bis zum Hauskreis. Wir haben natürlich Prayer Festivals, wir haben die Weltjugendtage, wir machen verschiedenste Wallfahrten, wir machen Exerzitien für die Mitarbeiter speziell. Wir haben Go Praying for Priests, haben wir schon gemacht, wo wir wirklich für Priesterberufungen bitten und denen auch danken, was sie Gutes tun einfach, weil wir es auch wichtig finden, sie zu bestätigen. Und das ist auch unser Grundsätzliches einfach, dass wir Priestern auch versuchen, immer wieder Danke zu sagen für das, was sie tun. Und was uns auch sehr wichtig ist, ist wirklich, dass jeder, der zu uns kommt, sich willkommen fühlt. Und auch das nächste Highlight steht schon vor der Tür. Im August findet wieder ein Prayer Festival in Augsburg statt. Dann wird eine ganze Zeltstadt aufgebaut. Es wird die ganze Zeit im Zelt Anbetung sein, aber es wird auch viele andere Sachen geben, wie zum Beispiel Workshops oder Aktivitäten. Es wird viel Gemeinschaft geben in einem Chill-Out-Zelt oder auch im großen Essenszelt, wo man wirklich sich begegnen kann und Leute aus ganz Deutschland, aus ganz Europa, zum Teil aus der ganzen Welt treffen kann, die den Glauben leben. Gemeinsam feiern und den Glauben leben. Das wurde nach der Messe dann auch noch ausgiebig gefeiert. Hoch und heilig, so heißt das neue Buch von Johannes Eckert. Der Abt der Benediktinerklöster in Andex und München ist begeisterter Bergsteiger. So oft es sein Terminplan zulässt, zieht er sich seine Wanderschuhe an und erkundet die umliegende Bergwelt. In seinem aktuellen Werk geht er daher Gipfelbotschaften aus dem Matthäusevangelium nach und lädt die Leser dazu ein, Berge als Wege zu Gott zu begreifen. Wir haben ihn in Andex getroffen und uns mit ihm über sein neues Buch unterhalten. Steiler Anstieg, Natur erleben und dann der Gipfel und die unendliche Weite. Abt Johannes, was fasziniert uns Menschen und vor allem auch gläubige Menschen an den Bergen? Gut, der Berg ist ja ein Motiv, der biblisch ist, der in jeder Religion fast vorkommt. Also man steigt quasi aus den Niederungen des Alltags rauf, kommt dem Himmel ein Stück näher, der Weite, Sie haben es ja gerade erwähnt. Also es ist ein Perspektivenwechsel und man spürt da irgendwo etwas auch von dieser grenzenlosen Weite Gottes oder eben auch, dass man wirklich auch manches, was vielleicht im Tal sehr mächtig ist, hinter sich lassen kann oder aus einer ganz anderen Perspektive sieht, also dass es gar nicht mehr so groß ist, sondern vielleicht viel kleiner wird. Wenn wir auf dem Gipfel sind, das heißt zum Beispiel bei Berggottesdiensten, dann erzählen uns die Menschen immer wieder von dieser besonderen Nähe zu Gott, so nah am Himmel. Wie erklären Sie sich das, dieses Gefühl, diese Faszination? Gutes Gefühl, glaube ich, hat zunächst was mit dem Thema Aufbruch zu tun. Wer am Berg geht, auch hier nach Andex auf den Heiligenberg, der muss aufbrechen, der steigt auf. Und ich glaube, so auch allein schon im Gehen lässt man was hinter sich. Und vielleicht ist es doch noch so, dieses alte Weltbild, also der Himmel über uns, Gott über uns, das Firmament, die Weite, das Übersteigen, Transzendieren, dass das alles so auch im Menschen archaisch drin angelegt ist. In Ihrem Buch Hoch und Heilig beziehen Sie sich immer wieder auf das Matthäusevangelium. Wo haben denn
Gipfelerlebnisse in der Bibel ihren Platz? Gut, im Matthäusevangelium sind es 6 Gipfel, auf die Jesus hinaufsteigt. Das ist interessant, also da klingt überall das Sinai-Motiv an. Aber man kann auch noch andere Parallelen entdecken, also zum Beispiel zu Elia, der im Horeb dann oben Gott nicht im gewaltigen Sturm erlebt, sondern in diesem verschwebenden Säuseln. Oder man kann auch dann eben auch den Propheten Elisha auf dem Karmel entdecken. Berge sind sowohl im Alten als auch im Neuen Testament immer wieder Orte, wo Gottes Nähe erfahrbar wird. Haben Sie eine Szene, eine Geschichte aus der Bibel, die Ihnen besonders nahe geht, die für Sie besonders eindrücklich ist? Gut, jetzt beim Matthäusevangelium ist es vor allen Dingen die Schlussszene. Das Matthäusevangelium schließt ja mit dieser Begegnung mit dem Auferstandenen auf dem Berg in Galiläa, wo er ihnen zusagt, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Und das ist so eine wunderbare Zusage, auf die wir bauen dürfen. Und es ist ja ganz interessant, dass auch das Leben Benedikts auf dem Berg endet, auf dem Monte Cassino, und von dort an quasi die Himmelsleiter hinaufsteigt in den Himmel. Und das ist vielleicht ein Bild so für unser Leben, also dass in diesem Leben diese Zusage gilt, aber über dieses Leben hinaus. Wenn ich an Bergtouren denke, dann ergeben sich zwangsläufig auch Parallelen zum Alltag. Für mich, Bergtouren sind anstrengend, dann wieder diese Leichtigkeit auf dem Gipfel, es ergeben sich Höhen und Tiefen. Was kann ich denn von so einer Bergtour für mein Leben mitnehmen? Gut, ich glaube, Gipfelerfahrungen, man kommt immer wieder anders heim, sage ich oft so. Also wenn man sich erstens muss man sich auf den Weg machen und überlegen, was nehme ich mit. Und das ist schon mal das erste Bild fürs Leben. Also auch im Leben heißt es immer wieder aufzubrechen und zu fragen, was brauche ich notwendig für diesen Aufbruch. Dann braucht es diese Ausdauer auf dem Weg zu bleiben mit allen Höhen und Tiefen. Man wird ruhiger, man hört stärker in sich hinein, wenn man dann so einen Berg rauf geht, aber auch beim Absteigen. Ja, und man spürt auch, dass man an seine Grenzen geführt wird. Bisweilen muss man umkehren, also auch das ist notwendig, wenn man die Markierung verloren hat oder vor einer Wand steht, wo man nicht weiterkommt. Also auch das ist was zutiefst Biblisches. Und doch wird man immer wieder in andere Lebensbereiche hineingeführt. Das kann das Gewitter sein am Berg, wo man sagt, da komme ich an die Grenzen. Das kann aber auch das Beglückende sein, auf einer Almwiese zu liegen und da einfach die Natur zu genießen. Bis hin auch der Abstieg, der manchmal ja auch noch sehr beschwerlich sein kann, aber wo ich merke, ich nehme jetzt wieder viel mit von diesem Berg in meinem Rucksack, um den Alltag wieder in der kommenden Woche zu meistern. Ich höre schon heraus, Sie sprechen aus reichhaltigen Erfahrungen. Was bedeutet für Sie der Berg auch für Ihr Dasein als Abt? Was gibt Ihnen das? Was haben Sie für Erfahrungen gemacht, für Erlebnisse? Also ich sehe es zunächst als großes Geschenk an, dass ich hier auf einem Berg, also in Andex, leben darf, weil es so ein besonderer Berg ist für so viele Menschen, die hierher kommen mit ihren Anliegen und Nöten, und dass man auch dafür da sein darf. Für mich persönlich sind Berge immer eigentlich die besten Therapeuten. Also so, wo man auch ein Stück wieder gesund und heil wird, gerade wenn vieles einen belastet oder bewegt und man dann so, bin meistens allein unterwegs, weil unter der Woche findet man nicht so leicht jemand, der so mitgeht, aber das hat auch was Gutes. Man kann dann doch wieder so mit vielem mit sich tragen auf der einen Seite, aber auch vieles abgehen, loslassen und vielleicht auch manchmal zu ganz neuen Sichtweisen kommen. Und von daher sind für mich Berge, wenn es mir möglich ist, immer gute Ziele, auch gerade an einem freien Tag, um da neue Kraft zu finden. Das war's von uns für diese Woche. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Schauen Sie doch auch mal auf unserer Homepage katholisch1.tv oder auf Facebook vorbei. Dort halten wir Sie auch unter der Woche auf dem Laufenden. Wir sehen uns dann am nächsten Sonntag wieder. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen.